動機乗ってんだなって思ったらなんかそうなの。超怖いと思ったんだけど、めちゃめちゃ親切でした。すっげーね、優しいからね、アレックス。そう、ドイツの人すっげー優しいよ、やっぱり。いつもアメリカ人相手じゃん俺ら。全然落ち着いてるもんね。ドイツの人本当に。よ、元気ですか。Ich weiß nicht mehr, was ich am Schlagzeug gespielt habe. Also ich habe so eine ungefähre Ahnung. Auf der Platte ist das Schlagzeug so leise, dass man das nicht so richtig gut hören kann. Und deswegen bin ich froh, dass ich das Band noch habe. The very first time I met them was at the Markthalle in Hamburg in February 1994, I think it was. I was on tour with Gunshot and then had gone out to get some food after doing a sound check or something and came back into the venue to see, I don't know, I just wasn't quite sure what it was really. Basically, you know, Ben and Alex, you know, they were short guys, they had really shaven heads, and they were just bouncing up and down on the stage. And it was just like, you know, furious, pummeling drums and Slayer samples, and I was like, I was mein Gott. Wir sehen jetzt erstmal das Video von Surprise, um die Sache kurz zu machen. Schlingt euch das rein. There was more energy than anything else that there was, you know, around doing a vaguely similar thing. Adding stuff like drums and Slayer samples, for instance, and more the more musical edge. They were the ones who were doing something special, you know, compared to everyone else, really, I think. Die sind super, die schreien schön rum, machen Krach. Und ja, ich habe aber gar nicht verstanden, was das ist. Also ich hatte keine Ahnung von Hip-Hop. Die Intensität, die auf der Bühne war halt wirklich beeindruckend. Da war der Grund zu sagen, das ist was Eigenes. Und was Eigenes hat, das ist für Verleger immer interessant. Weil es eine Marke werden kann, weil es ein Gesicht hat und Charakter hat. Ja, und dann bin ich selber mit denen losgezogen. Auf Tournee gegangen, Platten gemacht und gespielt. Für mich war Surprise, glaube ich, das Ergebnis einer langen Entwicklung, wo ich mir sehr früh vorgenommen habe, ich möchte Popstar werden. Surprise war verdammt viel Spaß. Genau das Richtige zur richtigen Zeit. Also meine Band, großer Lebensmittelpunkt.
von zwei Lebensmittelpunkten bei zwei Bands. Für mich eine mega geile Zeit. Also hat halt mega Bock gemacht. Eine perfekte Jugend? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Es war eine total bekloppte Band. Wenn ich mir das heutzutage anhöre, ist das manchmal voll draußen gewesen, finde ich, was wir da musikalisch gemacht haben. Das ist völliger Unsinn gewesen. Und ich konnte mit Hip-Hop damals nicht so recht was anfangen und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, immer noch nicht so richtig. Aber dann haben wir halt Hip-Hop gemacht und ich habe gedacht, da kann man ja bestimmt was draus machen. Also ich dachte, man muss das ja nicht so machen, wie das ist, wie die anderen das machen, sondern man kann ja vielleicht auch Metal samplen und so das ein bisschen verbinden. Und dann habe ich Hip-Hop gemacht. Was sich ja dann quasi auch allgemein in der Gesamtszene bewahrheitet hat, weil dann kam immer dieser Judgment Night Sampler, der große, mit Booyah Tribe und Slayer gemischt und so weiter, der kam quasi raus, eigentlich, glaube ich, nachdem wir die Platte aufgenommen haben. Also streng genommen waren wir davor, das wurde uns zumindest immer vorgehalten. Hey, ihr habt quasi, wart genau auf dieser Welle, die dann global explodiert ist, waren wir irgendwie als ein so ein kleines Rad mit dabei, zusammen mit Such a Search zum Beispiel. Das war schon ganz gut in der Zeit, die haben schon eine Menge Platten verkauft. 4.000, 5.000 pro Platte, glaube ich. Im Nachhinein kommt einem das ein bisschen so vor, als ob wir das gemacht haben, weil das gerade dann da alle gemacht haben. Aber dass es alle gemacht haben, war ein halbes Jahr später oder so. Es war ziemlich knapp. Aber es war, als wir die Idee hatten, war es wirklich so, wie das ja manchmal so ist, dass Leute auf der Welt überall die gleiche Idee haben. Oh ja, ich lass mir jetzt ein Vollbart wachsen, irgendwie denken alle Leute und halten das für eine total neue Idee. Und dann laufen sie plötzlich alle ein bisschen Vollbart rum. Und ein bisschen so war das auch. Wenn man das jetzt so als Satellit betrachten würde, wundert man sich ja darüber. War eine Band, die gut ging und wir haben Erfolg aufzuweisen gehabt und vorzuweisen gehabt, es lief alles voll gut. Warum geht man da raus? Aber es war halt einfach nur, ich habe halt alles nie irgendwas gemacht aus irgendwelchen finanziellen oder Karriereinteressen, sondern immer nur das, worauf ich Bock hatte. Und es ist halt die Musik, es ist die Musik. Ist es dann eben Bass spielen, dann habe ich halt irgendwann Surprise verlassen, weil ich nicht zwei Bands haben konnte, die beide eine Platte rausbringen, beide auf Tour gehen wollen und noch ein Abitur machen und. Also musste ich mich für einen entscheiden. Also habe ich mich für die Band entschieden, wo ich Bass spielen konnte. Das war nach oder zusammen mit den Trennungen, die man so im Liebesleben erlebt, war das, glaube ich, eine der schlimmsten Situationen, die ich erlebt habe, als Ali gesagt hat, dass er da nicht mehr weitermacht. Ich habe eher Bock gehabt, Musik zu spielen, anstatt sie zu singen oder zu schreien. Und das war für mich, war das ein... Das war auf eine Art war das Ende dieser Band. So, also wir haben danach weitergemacht. So, wir haben halt noch eine Platte aufgenommen. Wir haben noch versucht, mit anderen Rappern da irgendwie was zu machen. So. Aber so menschlich und Fun-Faktor-mäßig ist das nie wieder da so gewesen danach. Und das war auch der Grund, warum ich dann irgendwann relativ ernüchtert dachte, das muss ich jetzt irgendwie nicht... Ich muss mich nicht alleine auf eine Bühne stellen und Rapper sein und Peace to My Way alleine rappen. Ich traue nicht nach, weil wir haben alles durchgespielt, was man durchspielen konnte. Was man machen konnte, Fernsehauftritte, Liveauftritte, Tourneen, alles. Platten gemacht, in London aufgenommen, wir haben alles gemacht, was man machen konnte. Und haben dabei viel Spaß gehabt. Also ich habe auch eine Menge dabei gelernt bei der ganzen Geschichte. Und wenn das mir klappt in der Band, dann ist es auch gut, wenn dann mal Feierabend ist. Kartoko One とかシドビシャスもそうだけど、やっぱりこういうすごい伝説的なバンドはやっぱ早くこうやって解散して、そこでやっと本当にすごいなっていう価値観が生まれるっていうのがすごい思ってて、だから俺はそれ解散してて今どうなってたかじゃなくて。やっぱ解散してやっぱ伝説みたいなサプライズは伝説になったっていう方が良かったっていうかそういうふうに思ってます。
Japan-Geschichte ist halt, das ist irgendwie so ein Ausnahmefall. Also man wird halt, ich glaube, man wird nur einmal im Leben gefragt, ob man in Tokio ein Konzert spielt. Und die bezahlen das alles und so. Und da kann man nicht Nein sagen. Na Jungs? Gestern bin ich aufgeregt. Hast du denn mal geübt? Ja, klar, natürlich. Genauso wie vor 10 Jahren. Ich kann die Geschichte jetzt nicht glauben. Also es ist halt einfach so, nach so langer Zeit, dass irgendwelche Leute in Japan sich für unsere Musik interessieren, die nur wirklich altbacken ist, wenn man sich das heutzutage anguckt, völlig, ich verstehe es nicht. Ich finde es toll, super geil, aber ich bin völlig sprachlos, was die Sache angeht. Das sind 34 Dats. Falls irgendjemand. Achso, hier ist auch noch eins. 35. Die Dattüte. Und ich habe hier irgendwo auch noch mal aufgeschrieben, welche Sachen, also irgendwann früher mal, welche Sachen wo drauf sein sollen. Für mich ist das echt eine Riesensache, überhaupt irgendwie da irgendwie rüber zu fliegen und so, weil ich da irgendwie, ich mache halt auch keinen Urlaub in Thailand oder so. Von daher, ich finde das total mega geil. T-Shirts. Jeder hatte welche bestellt. Ich weiß nicht, wer welche hat. Ich bin echt ab. Der Hammer war ja auch noch, dass wir ja die Zusage für diesen Gig in Japan bekommen haben, an dem Donnerstag, bevor in Tokio das Erdbeben losgegangen ist. Wir haben ja am Donnerstagabend tatsächlich das Go gekriegt, dass wir in Japan spielen sollten. Und am nächsten Morgen lag Japan in Schutt und Asche. Da habe ich auch, also da habe ich da gesessen und habe gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Als die Leute dann uns danach gesagt haben, dass sie immer noch wollen, dass wir in Japan spielen, das war natürlich noch viel verrückter an der ganzen Geschichte. Sich für Musik zu interessieren, die vor 20 Jahren am anderen Ende der Welt mäßig erfolgreich war, das ist schon irgendwie eine sehr spezielle Sache. Also sind das bestimmt auch spezielle Menschen. Und die haben natürlich einen guten Geschmack und wahrscheinlich haben die einen Knall. Das ist halt total abgefahren. Die haben uns irgendwie fest. Ich kann das nicht einschätzen. Ich finde, die in E-Mails sind die alle voll nett und so. Und ich freue mich voll, die kennenzulernen, weil ich glaube, das wird echt ein Riesenspaß. Aber ich habe keine Ahnung, was das für Leute sind. Ich freue mich tierisch, tatsächlich, weil ich so gerne esse, auf Rahmensuppen. A la Couleur. Auch wenn mir gesagt wird, man soll die nicht essen wegen dem Wasser und man weiß nicht, wo die alle Rahmen laden, mit welchem Wasser die erst da kochen. Aber ich werde mir da sehr viele Rahmennudelsuppen reinziehen. Aber den hast du dir extra gekauft hier, oder? Song 1 ist Perfect, den habe ich extra gekauft. Der sieht ja gar nicht so aus wie von früher. Natürlich. Sieht voll neu aus. Hättest du nicht so ein Retro-Ding kaufen können, was so aussieht wie früher? Hat 120 Euro oder so gekostet. Naja. Ich musste eine Stimmband-OP machen. Aber die Kasse besser. Also ich habe eine Stimmband-OP gehabt vor 8 Jahren. Das war mehr vom Singen. Also ich habe dann angefangen, irgendwie mit Gitarre Musik zu machen und zu singen und so weiter und so fort. Und auch mit Rauchen und Bier trinken und so hat das zu tun und so. Aber die Stimme ist total abgekackt. Ich habe so einen Stimmbandpolypen, hatte eine tierische OP gehabt und habe mich da ganz lange erst wieder rangekämpft. Es gibt Tage bei mir und es gibt irgendwie, da habe ich einen kleinen Infekt oder so. Da geht es halt gar nicht. Das heißt, ich muss auch im Moment, was ich noch nie gemacht habe, mich vor so einem Konzert richtig auch stimmlich voll warm machen. Ich habe richtig doll Angst davor, dass das mit meiner Stimme nicht funktioniert. Ich glaube, das ist so eine solide 20% Chance, dass es einfach nicht, das ist scheiße. Ja, geht. Wir haben ja gesagt, klar, wir kommen, wir spielen. Aber wir haben das lange nicht gemacht und kann man das auch so schreien? Ich habe eine andere Stimme, ist ja klar. Und die Kondition, weil ich halt nicht mehr jeden Tag im Proberaum hänge und schreie, was viel bei mir ist ja keine Technik mehr, kein Sänger, sondern das kommt ja irgendwie aus einer Anspannung auch heraus. Das über eine 60 Minuten aufrecht zu erhalten irgendwie und so ein Stück richtig durchzu, da bleibt mir die Luft weg, ne?
dir immer nur den Einsatz, Ingo. Ja, aber Karte mal was. Sieh mal. Hast du eben verrutscht, oder? Weil im Moment haben wir immer nur Attack gehört und danach nichts mehr. Ich hab so gut wie gar nichts hier gehört. Genau, und ich habe so laut gemacht und dann kam immer nur Attack und dann kam nichts mehr. Ich habe mich tatsächlich 2,5 Stunden hier hinter dem Plattenspieler gestellt und habe 2,5 Stunden durchgesquetscht, wie ich es auch auf der Bühne tun würde. Ich war danach platt, ganz ehrlich, aber es war genauso wie früher. Ich denke, Ben und Alex sollten sich da Sorgen machen und vor allen Dingen Gregor. Ich weiß nicht, wie lange Gregor jetzt kein Schlagzeug mehr gespielt hat, aber wenn ich mich an früher erinnere, ich meine, dagegen war das Tier aus der Muppet Show ja gar nichts. Also der Typ war ja einfach nur krank. Ich war selber ein bisschen überrascht. Da sind Stücke dabei, die ich vor 17 Jahren das letzte Mal gespielt habe. Und ich wusste noch ziemlich genau, wo die Breaks sind und wo Steigerungen sind und wann der Refrain losgeht, auch bei so krummen Sachen. Also manchmal ist es ja nicht total intuitiv, sondern bricht irgendwo so an einer Stelle auseinander, wo man denkt, warum bricht das da jetzt auseinander? Und das hatte ich aber alles irgendwo noch gespeichert. Bis vor 3-4 Monaten habe ich Fußball gespielt, da habe ich mir die Hand gebrochen, seitdem habe ich nicht mehr Fußball gespielt. Und ich mache null Sport, gar nichts, gar nichts. Ich hebe Kinder hoch, hier und da mal, so mehr mache ich nicht. Ich fand die Proben schon ganz schön brutal manchmal. Und wir haben uns null bewegt. Ich musste einfach nur rappen. Ich hab die ja noch nie gehört. Noch nie? Also ich hab das mitgemacht, man. Das ist auch so, wie noch nie was mit euch zu tun hat. Da gibt's eine ganz klare Verteilung, die schreibe ich dir nochmal auf. Fang jetzt, oder? Nö. Easy. Nö. Ich habe allerdings Musik angehört, ein paar Mal, dass ich die Texte reinkriege. Die meisten Sachen kann ich tatsächlich noch. Und es gibt ein paar Songs von der dritten Platte, wo ich ja gar nicht mehr mit dabei war. Ist das hier sehr viel, finde ich, komplexer geworden von den Skills, die Ben als MC hatte. Bei so Solution und so, da weiß ich halt deine ganzen Flows gar nicht, weil das nicht so Flows. Das höre ich mir nochmal an, wa? Und das ist für mich jetzt nochmal eine Herausforderung, das zu machen. Finde ich aber gut. Wäre es nicht irgendwie geil, mit Birthday anzufangen? Ich finde irgendwie die Idee jetzt ganz gut, gleich mit dem Knaller anzufangen. Ja, genau. Und wenn das da der Knaller ist, dann dachte ich, wäre es. Aber gut. Ich glaube, Crazy ist auch ein Knaller. Ja. Crazy ist auf jeden Fall Knaller. Ja, Brandy funktioniert weltweit. An wie früher. Ingo wird genauso sein, wie er war. Aufgeweckt und quirlig. Und wird bestimmt super lustig. Gregor versucht die ganze Sache zusammenzuhalten, muss die Technik regeln, verkloppt tierisch sein Schlagzeug. Ich glaube, ich würde diesmal auch mitfeiern. Und das mit dem nicht feiern können, das ist ja auch scheiße. Das muss ich mir mal abgewöhnen. Ich habe mir Silvester vorgenommen, ich fange an zu trinken. Ich und Ben verknoten uns die Kabel und hampeln irgendwie rum, passen die richtig auf. Wir machen jetzt eine Klassenfahrt nach Japan.空港には迎えに僕は行きます。で、そうですね。ま、やっぱり多少心配はありましたけど、その不安よりは期待度の方が高いっていうのがあります。 Muss man da der Sound-Kombinationsschloss auflassen? Okay, gut. Das sollte ich dann vielleicht noch tun.
さっきの YSK さんとは逆で続けてて欲しかったっていう、まだもうちょっと見たかったっていうのと、続けてればまたこう違ったなんていうんですかね、雰囲気が、まあ、サプライズにもその例えばドイツのそういうシーンだったり日本のシーンにもまた違った変化があったんじゃないかなとは思います。Es gibt Bier hier. Wir hatten erst kurz die Sorge, dass es gar kein Bier gibt. Oder wenn man für das Bier bezahlen muss, muss man aber gar nicht. Man kann Bier einfach trinken. Aber trotzdem hat er mich angestiftet, Bier zu bestellen, damit er das weiter trinken kann. Dass sich so auffällt. Und ich bin guter Dinge. Ich habe mir gerade einen Wein reingezogen und werde langsam müde. Das ist schon heftig. Ich glaube, wir finden das genau richtig, dass man dann demnächst mal schläft. Dass man dann morgen in Tokio gleich den Tag nicht pennen muss, sondern gleich so tut, als wenn man schon da ist. Und, dass wir Samstag fit sind, also Samstag ausschlafen und dann Samstag, dass wir Samstag das Konzert, dass ich auch nicht schreien kann. Ich war gestern mega aufgeregt, die ganze Zeit hin und her gelaufen in der Wohnung und wusste nicht, was ich einpacken sollte und hatte dann alles falsch eingepackt und dann wieder rausgenommen und dann erst eine Tasche gepackt und gedacht, die Tasche ist voll scheiße, muss ich ja tragen, ich nehme lieber thank you. Ich nehme lieber einen Koffer mit Rollen. Benz, Bier. Da habe ich den etwas schwulen Koffer meiner Freundin mitgenommen, der in Rot. Ich bin schon wieder auf Wasser gelandet. Tut dich aus. Wir haben ja bei den Proben haben wir mal so ein bisschen probiert, ein bisschen Stimmung zu machen und ein bisschen Party zu machen. Und das Ganze war schon so ein bisschen, der sieht halt aus wie Altherrensport, sind wir mal ganz ehrlich. Also das, weiß ich nicht, ob das auf der Bühne jetzt lebhafter aussehen wird. Kein Plan. Bist du fitter als das, was du beim Proben gemacht hast? Nee. Oh shit. Aber ich war ja bei den Proben schon fitter, als ich vor mal im Jahr war. Ach so, ja, gut. Also ich habe ein paar Schritte nach vorne gemacht, auch wenn die von außen nicht so groß zu sehen sind. Es ist gar nicht fremd, mit denen unterwegs zu sein, weil das, obwohl das so lange her ist, dass wir das sonst immer gemacht haben, ist sehr schön. Die sitzen miteinander rum, kaspert rum, es macht Spaß, ist gar nicht, ist angenehmer als früher vielleicht. Ja, früher sind wir nicht geflogen. Stellt sich langsam die Aufregung ein? Kommt noch, es kommt kurz vor Schluss. Was spielst du da? Nichts Besonderes, es ist von mir. Lass es, du weißt, was ich hören will. Spiel es. Ja, Boss. Dewey, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. 変な話、そこはビジネスの話ですけど、まあ、ある程度のリクープできたら、もうそれでいいかなと思ってたんで、まだ、とにかく、ファンの方です。出したかった。日本中にサプライズを知ってほしかったっていう、そっちの方が大きいです。ファンです。一番最初は98年とかぐらいで、まあ、DJ やった時にたまたまそこのクラブの人に声かけられて、かっこいい音源あるから。Together. Crazy.
クレイジー2入りました。ファーストトゥルーラブ。Yes。あ、杉先生。あ、ファーストトゥルーラブ。誰が歌うの？サンドラ。サンドラ。サンドラ。サンドラ。サンドラ。サンドラ。サンドラ。超レアじゃない？サンドラ。ベリー、ベリー、なんつうの？レア。レア。やばい。やばい。やばいね。He's enough girl for hard soul. I'm girly enough to do it. Yeah. Oh, whatever. You should love that. Yeah. Und was macht die Stimme? Könnte geiler sein. Ah, ich habe Notfalltabletten von Judith Holofernes mitbekommen. Und die werfe ich gleich ein, weil nämlich eh gesagt wurde, dass ich die einmal vorher ausprobieren soll. Werde ich gleich einschmeißen und dann habe ich hoffentlich in 2 Stunden eine Stimme wie ein Eunuchenknabe. Ich habe mega Hunger. Ich habe total Bock, kurz frisch machen, sprich T-Shirt wechseln, eine Deo-Dusche und dann eine Suppe. We got more CDs than we got. It's cool. Just really good. Unbelievable. Yeah, for us. Me too. For us. Very, very glad. For us as well. Yeah. Here, we are also. Yeah. Thanks. Very, very thank glad. Thank you. How do you spell your name? Is it Y? U-S-K. All right. Yeah. Wow, full collection. Yeah. He's the man. Yeah. Very exciting. Right here. How did you get all these? Where did you find this? Internet. Internet and Japan. Vinyl digging. I haven't got this. It is unbelievable. Really? I don't have it. You have? Great. Yeah. Yeah. smile. This is so crazy. Alter, weißt du, wie verdammt kacken heiß das heute wird, wenn hier 150 Leute sind? Yeah, big boy night. Today's setlist. Ich bin ganz angenehm auch aufgeregt. Ich hab mega Bock. Ich hab auch Bock, aber ich bin auch nervös. Wenn du da rennst, gehst du auch 3 Stunden vorher, dass die alten Männer. Hast du auch mal Spritze dabei? Das sind die Karte, nur für Japan gepresst. Hey, we have something. We brought something for you. President. President. We also have. This is original. This is like from the. Thank you.
mich ist alles so skurril, dass ich mal nicht weiß, ob die das wirklich alle ernst meinen oder ob die uns hier herholen, um uns nachher eine Torte ins Gesicht zu werfen. Also. できればこれからも活動してほしいし、まあ、本当に今回だけだったら日本を満喫して帰っていただきたいです。横浜から来ました。友達で一人サプライズがスティンフロー好きな人がいたのでその人に誘われて来ました。僕もあの CD をその人から借りて前から聞いたことがあったんでちょっと見てみたいなと思って。 I love サプライズIt's cool. もう二度と見れないと思ってたので、楽しみにしてました。いや、なんかちゃんと聞いてみたいです。今日は、はい、暴れるよりも聞こうかな。サプライズをあのこの目で見れるっていうだけでもう感激です。目黒区から来ました。サプライズがどんだけ好きか、ミクシャの中で一番好きです。Richtig, also richtig auf, also aufgeregt im Sinne von so. Davor hatte man Gott sei Dank nicht so viel Zeit. Das fand ich eher schlimm in diesem kleinen Raum da hinten. Alter, hier sind auch minus 12 Grad. Ich finde, das war so ein bisschen so ein Tunnel-Ding. Also wir waren in diesem total viel zu kleinen Backstage-Raum, aus dem wir eigentlich offiziell nicht raus durften, weil es irgendwie Aufläufe sonst gegeben hätte. Also weißt du, es war so ein bisschen, als wenn du so freudige Hunde in so einen Zwinger reinsteckst. Dann haben wir uns kurz eingesungen und da mit Nerven zu Fuß gewesen. Ich kann das nicht lesen gleichzeitig. Das ist doch einfach, die brauchst du nicht lesen. Du kannst es ja. Wo wir rumsaßen und noch diese Tabletten genommen haben von Judith, die auch blöd waren. Die ist ein bisschen nach hinten losgegangen, ehrlich gesagt. Es fühlte sich irgendwie fast an wie Drogen nehmen oder so. Und dann war es ja noch so, dass Judith auch gesagt hat, es kann sein, dass man so ein bisschen schwindelig wurde. Und dann wurde einem natürlich sofort schwindelig, so placebo-mäßig. Und dann, da muss man wahrscheinlich Bier draufkippen, dann ist es besser. Auch so eine geile Idee, die wir dann so hatten. und da fand ich es richtig schlimm. Also während die Band da gespielt hat und wir da nicht raus sollten und immer noch nicht wissen, wie viele Leute da ja waren. Ob wir vielleicht tatsächlich irgendwie so der Rausschmeißer sind. Can we go on stage now? Okay. Als wir dann da so raus durften und in diesen anderen Bereich, dann kann man ja auch was machen. Ich habe mich dann da reingerettet und diesen Livestream aufgebaut und so. Und Gregor hat sein Schlagzeug aufgebaut. Ali hat sich die Jogginghose angezogen. Konnichiwa, Genki desu ka? Ja. Saiko! Ja. Okay, no, I think I got it. Ingo hat seine Platten gesucht. Also irgendwie hatte dann jeder was zu tun und dann geht's ja auch los. Also da war es so richtig, Alter. Dann haben wir noch telefoniert kurz vorher. Wir haben das ja alles über einen Livestream verfolgt. Und da gab es auch so eine Kommentarfunktion. Und man merkte so, nach und nach ploppten da einer nach dem anderen auf. Die ganze Weltöffentlichkeit war versammelt vor diesem Livestream. Der ganze Freundeskreis. Die Kommentare waren alle eher so, man lauerte auf das große Scheitern. So, bringen's die alten Männer denn noch? My life is crazy! 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 My life is crazy!
Ich finde das so Wahnsinn, dass diese verrückten Japaner uns die Chance geben, da spielen zu dürfen. Ich fand auch den Rahmen, diese Größe des Clubs total super. Dass man das Gefühl hat, du hast so eine Wand. Das fühlt sich tatsächlich völlig neu an. Das fühlt sich an, als wenn man mit einer neuen Band irgendwo hinfährt und was Neues präsentiert. Ein bisschen wie ganz früher, weil der Laden auch so extrem klein war und es war so geil, viel Euphorie auf der Bühne und vor der Bühne und so. Es war voll geil. Wir waren so gut wie früher. Ob man das gut findet oder nicht, ist ja eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, wir haben das Beste gegeben. Ich habe mir gedacht, Mann, Wahnsinn, was Ben und Alex da vorne machen. Die ja dann wirklich noch wie in alten Zeiten auf die Monitorboxen gekrabbelt sind und richtig geschautet haben. Eigentlich war ich stolz. Jump, 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 jump. Ich habe so ab ich glaube nach drei Liedern habe ich gedacht, es ist nicht möglich für mich hier weiter noch irgendwas zu machen. Und dann hat man aber so die zweite Luft gekriegt und das hat dann irgendwie so, das ging dann nach hinten rum, hat man sich dann so ins Elfmeterschießen gerettet. Thank you. Good night. Good night. Have a good night. Da fiel schon eine ganze Menge von einem ab. Das war schon so, oh, Alter, das war's jetzt. Alt für sowas. War geil. Alter Mann. Gerade noch überlebt. So, eigentlich ist es eigentlich ganz gut. Nur die Stimme kann irgendwann nicht mehr. Ja, ne? Ben war irgendwann echt am Ende, oder? Ja, ich konnte nicht mehr. Das war echt. Ich konnte nicht mehr singen. Luft fehlt. Aber warum ist mein Kanal länger? Stimme hat Gott sei Dank voll mitgebracht. Luft fehlt. Luft fehlt. Ich kann doch nicht mehr sprechen. Also, nee, also ich bin tatsächlich irgendwie auch stimmlich durchgekommen. Aber es ist irgendwann. Aber zwischendurch hattest du einmal, wo die Stimme immer weggegangen ist. Ne? Ja, ja. Das hatte ich aber auch bei dem Scheiß. Oh, man. Oh, this is so great. This is great. Arigato. Kapai. Kapai to you. Wo es einem richtig bewusst wurde, tatsächlich mir zumindest, was wir da eigentlich gerade machen, war der Moment, wo wir diese wahnsinnige Autogramm-Session da gemacht haben mit diesen Hunderttausenden von Leuten. Macht Spaß gerade. Das mit dem Autogramm. Es ist halt alles echt ein bisschen crazy hier. Hey. I'm Yusuke from Arby Records. Yusuke. Do you remember me? Yeah, nah. How are you? Thank you.
Platz. That's so amazing. 15. なんつうんだろう。もう死んでもいいって言って。Thank you. サプライズ本当にありがとう。Thank you. いやそうです。もうあの本当に本当10年以上この日を待っていて、やっと生で見れて、でお客さんもみんなすごい喜んでくれたし、僕らも非常に嬉しかったし、とにかくあの今日最高の一日でした。Geil.Einfach nur geil. Hier ist das der Knaller. Ich finde Tokio auch so geil. Ich finde die Leute super nett. Alles ist so nett zu einem. Und ich, mittlerweile glaube ich es denen auch allen, dass es nicht nur Höflichkeit ist. Es hat mega Bock gemacht. Mega Bock. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so ein Ding, als ich von der Bühne ging, dachte ich, es lohnt sich gelebt zu haben für sowas. Wir nehmen jetzt hier gleich einen Song auf. Run DMC Christmas in Hollis haben die sich gewünscht, weil es ja einer der Lieblingssongs von Yusuke ist. Und die bringen den raus aus so einem Sampler, den sie einmal im Jahr zu Weihnachten rausbringen, wo alle Bands, auch SFPA zum Beispiel, Coverversionen aufnehmen. Ich schätze mal, das ist einer der Teile, womit denen die Geld verdienen. Und da sollen wir einen zu beisteuern. Das machen wir natürlich gerne. My name is T.A.K. with the mic in my hand, and now I'm chillin' and coolin' just like a snowman. So open your eyes, lend us an ear, we wanna say Merry Christmas and Happy New Year! Okay, einmal noch hier die erste Strophe für Ali. Wir haben den Song ja geschrieben in Hamburg, so ein bisschen uns einen eigenen Track dazu gemacht mit ein paar Slayer-Samples und Maiden, glaube ich. Ich finde das ohne diese Füllwörter da besser, ehrlich gesagt. Okay. Rhymes so loud, the crowd you heard, it's Christmas time and we got the spirit, Jacks und nicht Jack and Frost, oder was? Jack Frost, chill. I'm so loud and proud to hear it. It's Christmas time and we got the spirit. Jack Frost chilling and the orchestra. Ist aber geil, viel geiler. Jack ja, Frost macht keinen Sinn. The orchestra. Aber warum denn and the orchestra? Ich weiß erst nicht, was das heißt. Keine Ahnung. Genau, aber du kannst ich weiß auch nicht, was. Natürlich, das ist so ein Komma, ist doch gleich out. Und gleich end oder was? Gleich out and end and on, ist egal. Also, aber mach für mich. Alright, scheißegal. Rhyme so loud and proud to hear it. You hear it. You hear it. Mal sehen, die Japaner sind dabei. Wir haben gestern beim Sushi-Essen vereinbart, dass sie den Chorus übernehmen, beziehungsweise noch was Japanisches rappen oder singen. Ich hoffe, dass wir das relativ schnell durchkriegen. Und dann hoffe ich vor allem, ich habe die jetzt gestern angespitzt, die SFPA-Jungs, dass die so ein Japanese-Style-Refrain-Chorus da oben raufhauen. Ich will so Vokoda-Gesang drauf haben und im Idealfall auf Japanisch tatsächlich. Das wäre voll geil, finde ich. Weil wir auch gar keinen Chorus haben. Wir haben keinen Chorus geschrieben jetzt. Wir haben jetzt weder eine Hook noch irgendwas. Das heißt, das müssen die jetzt machen und darauf habe ich am meisten Bock. Rhyme so loud and proud to hear it. It's Christmas time and we got the spirit. Jack's for the chilling, New York is out. And that's what Christmas is all about. やりで、本当に、なんて言うんだろう。今でも信じられないぐらい、目の前でサプライズがレコーディングしてる。し、なんて言うんだろう、なんかもう言葉にできないです。僕は、はい。毎日は夢のようですよね。あの来日してから、うん、まあ、ライブも見れて、そしてレコーディングも今一緒にじゃないですか。今見れて目の前でやってんの見れて参加できてっていうのが本当に不思議というか。うん、macaroni and cheese and Santa put gifts under the Christmas trees. Hey guys. Yes. Do you need two microphones?One microphone. So I'm gonna sing part each. Let's try it just with Uzi in the beginning and I'm going to do the first part, he does the second, and then we do the third part together. Yeah. I'm gonna stay in here so we have the vibe, you know. Yeah. I've got the vibe. Right. And as we never recorded it before, so. Feel free to give us some input. Yeah. If you say, oh, this sucks, man. Yeah, this probably is fucked up. Oh, this is really old farts, man. This is not good. This is not good. All right, cool. Pop shield? Yeah. Nice. Yes. Awesome. Christmas and Hollis first take or what? I give it a try. It was December 24th on Hollis Day from the dark. When I see a man chilling with his dog in the park. I approach him very slowly with my heart full of fear. Look at his dog, oh my god, an ill reindeer. Alright, check, 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 check.
Another take or what? Did you record it? I don't know. Habt ihr nicht aufgenommen, ne? Ah, gut. Second. It was December 24th on Hollis Eve from the dark. When I see a man chilling with his dog in the park. I approach him where he's only with my heart full of fear. Look at his dog, oh my god, an ill reindeer. But none of these are center, cause that ain't right. So I was going from the middle back to him tonight. But when I got to my back, cause under the tree was a letter from center and the dog was for me. Are they keeping the track? Yeah, yeah, keeping. Mm. So this, this was third, okay. Third track. So one, another one? More, I got, yeah, 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 sense, by the way. I want to do one more and scream. It was December 24th, on a day from the dark. When I see a man chilling with his dog in the park. I approach him very slowly with my hands and I'll fear. I look at his dog, oh my god, and they'll rain there. Wie läuft's denn drin? Das läuft super. Also ein tolles Studio, sehr klein, extrem gut ausgestattet. Und die haben es drauf. Es ist ein bisschen mit der Kommunikation manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir was Bestimmtes wollen, wie so Sachen in Schleife laufen lassen zum Aufnehmen und das dann versuchen auf Englisch zu erklären und Sugi muss das dann übersetzen und dann verstehen die manchmal nicht, was wir wollen und das klappt manchmal nicht. Aber alles andere klappt hervorragend. Also super Studio hier. Ist das fein? Mhm. Down. Down. Yeah. Alright. Yeah, 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 yeah. Woohoo! It's Christmas time in Alice, Queens. Mom's cooking chicken and collard greens. Rice is stuffed with macaroni and cheese. Time to put gifts on the Christmas tree. Decorate the house with a nice headlight. Falsch. Gleich nochmal. It's Christmas time in Alice, Queens. Mom's cooking chicken and collard greens. Rice and stuffing macaroni and cheese. Time to put gifts on the Christmas tree. Decorate the house with a nice headlight. Ben ist, glaube ich, ziemlich heiser geworden, schon so nach 3-4 Takes umgeht. Es war ganz gut, dass es ziemlich schnell im Kasten war. Und Alex hat die ganze Zeit gesagt, er ist irgendwie erkältet und das wird nichts und so. Seine Stimme hält sich aber bestens. Also es ist so ein ordentlicher Hooligan da am Start gerade. Schnell, oder? Just give it a try. Yeah. That's a good one. Hello, man. Can I try? Yeah, of course. Yeah, this gives the whole thing like a more happy feeling. Yeah, yeah, yeah. It's more this party. Is a really good idea. Jingle bell, jingle bell, so don't go now look. Jingle bell, soon to go, no loop. Jingle bell, soon to go, no loop. But this was really good. Yeah. I like that. That's good. Now, put your cups over there. Over there. Over there, over there, over there, over there. Everybody does it. Yeah. Perfect. Perfect. I think we need some more scratching all over the song. In the intro, yeah, intro yeah. some mm-hmm. drum scratching. And the right. end part has to be massive. Das ist jetzt hier eine Coverversion. Das kriegen wir schon hin, aber eigene Sachen machen. Mal sehen. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Wir sind schon auch irgendwie. Wir sind ja schon 15 Jahre älter geworden. Ich möchte andere Sachen als früher. Und Ben auch und Alex vielleicht auch. Ich glaube, Alex hat am meisten so Bock, einfach irgendwas zu machen. Ich möchte nicht einfach irgendwas machen und Ben möchte auch was Bestimmtes machen und das müssen wir noch rausfinden, ob sie das irgendwie deckt. Now we need the party track, don't we? Yeah. Yep. Yeah. Hey. Hey. Yeah. Check it out. Rise and bring the boys in the house. Apples and dice. It was December 24th on the holiday safe from the dark. When I see a man chilling with a dog in the park. I approach him very slowly with my heart full of fear. Look at his dog, oh my god, and it'll rain here. Yeah. Hey! Yeah! Let's go down!
歌える歌なんて夢に夢は持てないしいいのかなみたいな。多分僕たちが歌った時点でオッケーテイク出ないかなボーカル本業じゃない初めてですね。そういうのはある予想だにしない展開です。絵画アーティストのガヤは初めてなんでコーラスはさすがに笑ってます。さすがに2回目で絵画アーティストがちょっとGreat time, man. Yeah, it was a great time. Thank you for everything. Thank you. I have a... Thank you. Okay. Come on. Okay. See you very soon. Bye-bye. Bye-bye.Keep in touch. Yeah, yeah, sure. まあその昔から憧れてたサプライズとこう、まあ、約1週間共にできて、まあ、ライブを見れたことも最高でしたけど、毎日の日々がその夢のようでめちゃくちゃ楽しかったです。やっぱなんだろう、充実した日々が過ごせて、なんかもうね、もういつも喋ってるリンゴの声が聞けなくなると思うともう寂しくてしょうがないです。Das hat mir voll Bock gemacht, diese beiden anderen Cover-Vorschläge, die wir gemacht haben, Britney Spears und was war das? MC Hammer natürlich. Das hat mir voll Bock gemacht, diesen, und das war innerhalb von einem Abend oder einem Vormittag, wo wir das zusammen auch tatsächlich zusammen getackert haben. Aber es hat mir Bock gemacht, mit Gregor mich da hinzusetzen, und warum das nicht einfach mal wieder machen, was, wozu auch immer das führt. Aber das finde ich ein schönes Erlebnis, dass man da noch mal, vielleicht kommt man da später noch mal ein paar Takte zusammen. Ne? Mich hat das generell einfach von vorne bis hinten total angefixt. Also ich habe halt die Art von Mucke habe ich halt voll gerne gemacht früher. Als wir dann gesagt haben, wir brauchen irgendwie vielleicht einen neuen Song, das hat mich schon irgendwie auch angetriggert. Da habe ich mich halt zwei Abende hingesetzt und habe zwei Songs geschrieben und fand das auch voll super. Und das hat mega Bock gemacht. Und das ist auch, ja, das kann ich mir für mich jetzt erstmal total vorstellen, dass ich das zum Beispiel machen würde. Weil dass ich jetzt irgendwie ich würde eigentlich ganz gerne da nicht wieder so aus dem Tritt kommen, weil das voll Bock gemacht hat, und ich würde eigentlich gerne wieder da so ein bisschen für mich erstmal so am Ball bleiben, Sachen zu schreiben, und was man damit macht, kann man dann gucken, so. Ja. Und so ist es dann ja bei Surprise auch immer gewesen. Also hat man plötzlich so ein Sammelsurium, aus dem man auswählt, und ich glaube, dass dann halt irgendwie vielleicht auch so ein Motivationsschub durch alle durchgeht und halt irgendwie man rausballert und der Meinung ist, ey, geil, jetzt machen wir. Kann man auch vorstellen, ja. Was meinst du, Ingo? Was? Was meinst du? Ja, Ding war voll. Funktioniert. Gehe ich doch mal schwer von aus. Wehe, wenn nicht. Allerdings, wenn ich mir das Wetter da so angucke, verdammte Axt. Ich finde, die Priminale ist total geil, um das zu zelebrieren, was wir gemacht haben. Und in Bremen ist es ja so, da gibt es auch einen etwas anderen Anspruch, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Leute auch schon auf dem Schirm haben, dass wir irgendwann mal so junge Hüpfer waren, die so rumgesprungen sind. In Bremen musste hüpfen. Ja. Ja, zum Beispiel. Ich glaube auch, dass das anstrengender wird. Es wird viel anstrengender als Tokio. Aber wir haben Simon Doling dabei, den lautesten Mischer der Welt. Fände ich voll geil, dass der auch kommt. Das ist halt unser Mischer, den wir früher hatten. Das ist wirklich, also der war zumindest damals der lauteste Mischer der Welt. When did we meet them? I don't know. I think it's like, yeah, maybe the last tour I got on. I named my youngest son after him as well. Yeah? Yeah. Uzi? Good choice. Baby Uzi. It's a bit like a baby Uzi. Ich habe Simon gesagt, dass er das genauso machen soll wie früher. Weil wir das auch genauso machen wie früher.
Und dann muss nur noch das Publikum das genauso machen wie früher. Und dann ist, haben wir einen super Abend. I'll bring a pen to your habit, brain is scanning. Put the bitch! Also für mich ist es heute so ein bisschen, da macht man so eine Klammer jetzt drum. Ja. Also es ist jetzt einfach so BAP und das ist dann irgendwie so La Grande Finale. Okay. Vielleicht. Aber das wäre so, ist so meine Hoffnung. So dieses Ding nochmal nach Hause zu tragen. Genau, ja. Genau. Einmal zu zeigen, dass man halt irgendwie, ja. Ja. Das wollen wir dann mal sehen, was wir da so zeigen. Das werden wir uns nochmal angucken. Ja. Ja. He's the stage manager. He's got a fag and a beer. Wir brauchen eigentlich überhaupt nicht aufgeregt zu sein, weil wir haben Bernd Krüger am Start. Aber? Was soll ich auf der Bühne trinken? Gin Tonic. Ja, und sonst noch? Gar nichts? Doch, Wasser. Wasser ohne Kohlensäure und Bier. Jetzt pochert das Herzchen. So viele Freunde auch draußen, ist mir voll geil. Ich hab allerdings... Ehrlich, ich hab eine voll geile Idee. Ich hab noch zwei von diesen Tabletten. Ich esse da keine mehr. Haben wir Playlists? Nee. Das ist scheiße. Ich geh nochmal ein bisschen. Wo mein Playlist? Ich hab keine Playlist. Ich hab das vielleicht im Handy, vielleicht auch nicht. Bei eher nicht. Du musst den Gregor fragen, der weiß das doch. Ich hab das auf dem Bildschirm. Ja, eben. Und Playlist. Ali, was kommt auf Fatty Dick? Ja, das weiß ich halt auch nicht. Am Tisch. Auch an den Tisch, oder? Gregor? Gregor, du rauchst am, auf dem Campingtisch, oder? Ja, kann ich machen. Wo ist meine Kanne eigentlich? Fünf Minuten vor Anfang, weil wir spielen ja nicht eine Stunde. Wir machen ein bisschen Seil. Ja, eben. Im Schlagerhaus gebildet. Seitdem geht es dann bergauf in London, in Japan. Vor wenigen Wochen hatten sie ihr letztes Konzert in Japan. Ein paar Leute sind sogar extra aus Japan hergekommen. Aber das Wichtige ist natürlich, dass die Bremer da sind bei der Breminale, bei diesem legendären Konzert. So, normalerweise sage ich an dieser Stelle ja immer, wieso wir von Cobblepop die Band eingeladen haben. Das spare ich mir, aber der einzige Grund ist, Scheiße, Surprise spielen jetzt! So, wenn ich so eine Aufgeregtheitsskala in meinem Leben aufstellen muss, dann war ich am aufgeregtesten, als du geboren wurdest. Und dann kommt schon das Konzert auf der Breminale. Und dann kommt Matthias Kupo. Ja.
with Sean of the same team. Remke Remi Demi ist hier. Ich habe Besuch bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Uzi. Hallo, ich bin Ben. Und Ben. Und in Zukunft jetzt mehr Surprise oder nee. War es das dann erstmal? Nee. Nee. Surprise! Hallo! Alles klar! 97, Alter! 15 Jahre!